Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir, auch von uns. Ich begrüße auch ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer von WDR 5, die an diesem Abend dann virtuell teilnehmen können. Und wenn Sie hier im Saal nächste Woche oder wann immer es ausgestrahlt wird, nochmal Lust haben, das Ganze nochmal anzuhören, dann haben Sie da die Möglichkeit. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem, kann man sagen, Kontrastprogramm. Wir wechseln in eine völlig andere Epoche, wechseln in einen völlig anderen Kulturkreis und auch in eine andere Art des Philosophierens. Und wir wechseln auch in ein anderes Land, nach China. Auch das ist in Corona-Zeiten ein gewisses Kontrastprogramm, könnte man sagen. Denn was kann aus China schon Gutes kommen, würde man vielleicht mit dem Herrn aus Washington fragen. China, die Großmacht, die wirtschaftliche Dynamik, die die klassischen Industrienationen bedroht, der nachholende Konsumismus, ein autoritäres Regime ohne viel Sinn für Menschenrechte. Ja, das ist die eine Seite. Aber wir beschäftigen uns heute mit einem Mann, der für einen, kann man sagen, kaum größer denkbaren Gegenentwurf zu all dem steht. Wobei man sagen könnte, Herr Jäger, der Dichterphilosoph Zhuangzi, dass er für dieses oder jenes steht, das wäre wahrscheinlich auch schon wieder verkehrt. Und wie das alles zusammenhängt, da hat Herr Kotes gerade schon gesagt, freuen wir uns sehr, dass wir Sie für diese Expertise gewonnen haben. Sie sind einer der wichtigsten Interpreten und auch Deuter, Zusammensteller von Zhuangzi. Das Buch mit den passenden Schuhen vergisst man die Füße, ein Lesebuch mit den Texten, mit denen wir uns heute befassen. Zhuangzi befindet sich im 3., 4. Jahrhundert vor Christus in China als historische Gestalt schwierig greifbar. Die ersten Aufzeichnungen setzen erst 200 Jahre später ein und war ein begnadeter Dichter und Wortkünstler. Und das Buch, mit dem wir uns beschäftigen, Zhuangzi, ist nach ihm auch benannt. Also man muss immer darauf achten, redet man jetzt vom Autor oder redet man von seinem Buch? Und um das Ganze vielleicht leicht unterscheidbar zu machen, trägt dieses Buch seit dem 8. Jahrhundert den Titel, den Ehrentitel per kaiserlichem Dekret, das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Einer der Grundtexte des Daoismus und, wie einer seiner Interpreten sagen, einer in seiner Vielfalt von Form und Inhalt vielleicht das größte Meisterwerk des altchinesischen Denkens. Na, da haben wir uns auch für heute was vorgenommen. Der englische Übersetzer Herbert R. Giles hat mal gesagt, wer sich mit Zhuangzi beschäftigt und ihn gerne liest, das seien namentlich ältere Literaten, zurückgezogene Beamte und solche, die ihre Laufbahn verfehlt hätten. Herr Jäger, lassen Sie das auf sich sitzen? Auf jeden Fall. Ja, es ist sozusagen eine frühe antike Form von sozusagen Undercover-Kultur, Underground-Kultur, die mit den ganz offiziellen Maßstäben, was Kultur und Zivilisation sein soll oder was wichtig oder erfolgreich ist, per se im Clinch liegt. Insofern passt das durchaus. Also nichts, was man nach den heutigen Maßstäben als Karriere oder als erfolgreich bezeichnen würde. Auch nicht nach den damaligen Maßstäben. Auch nicht nach den damaligen. Nein, das ist genau sozusagen, das ist sozusagen dieses, ja, es gibt ja viele Metaphern vom unnützen Baum, von Leuten, die sehr schief gewachsen und hässlich aussehen und die werden alle in den Mittelpunkt des Werkes gestellt, als im Grunde die sind diejenigen, die dem Leben und dem Tao am nächsten sind. Wir wollen uns heute Abend in drei Schritten dem Werk und seinem Autor nähern. In einem ersten Schritt würden Sie uns mal erklären, warum es sich überhaupt lohnt, sich mit diesen Texten zu befassen, von denen der Autor selber sagt, meine Worte sind groß und nutzlos, sie sind wild, verwegen, ungezähmt, merkwürdig, nicht ernst und voller Widersprüche. Das lässt schon vielleicht manchen zweifeln, aber oder macht ihn erst recht neugierig. Das wäre so der erste Schritt, warum befassen wir uns damit? In einem zweiten Schritt stellen Sie uns das Werk etwas näher vor und dann glaube ich, sehr schön, dass wir Texte hören, Originaltexte hören. Sie haben, glaube ich, alle einen Zettel bekommen oder eine Möglichkeit bekommen, das mitzulesen. Und ansonsten werden Sie uns einige zentrale Texte auch vorlesen und auslegen, interpretieren. Und da sage ich mal, das ist nach der Lektüre des Lesebuchs zumindest für mich sehr hilfreich gewesen. Ich glaube, wenn ich es nur so gelesen hätte, hätte ich vor manchem
grübelnd und vielleicht auch eher unverständlich davor gestanden. Also wir freuen uns darauf, diesen Autor und sein Werk, Zhuangzi, den Autor und das Werk kennenzulernen. Aber als erstes, warum sich damit befassen heute, 2400 Jahre später? Also ich fange ein bisschen ganz allgemein an, was wir, denke ich, auch in der schönen Einleitung eben schon gehört haben. Wir haben es mit einem Werk der Philosophie und der Dichtung zu tun. In beiden Sparten hat es in der chinesischen Tradition, auch später in der japanischen, koreanischen, einen enormen Wirkung entfaltet. Das heißt, man kann bis heute eigentlich nur schwer genau definieren, in welche Richtung man es denn mehr sozusagen haben will im Fach Philosophie oder Literatur, denn es lässt sich überhaupt nicht trennen. Allein das ist schon etwas, was an sich, glaube ich, nicht so oft in der Weltgeschichte passiert. Und um das zu verstehen, das ist auch so mein methodischer Zugang, ist es sehr gut, sich mit der Bedeutung der Metapher als Träger philosophischen Denkens zu beschäftigen. Denn dieses Werk sozusagen ist ein großes, großes sozusagen Feuerwerk an Metaphern, die sehr spielerisch, teilweise dann auch wieder sehr ernsthaft miteinander verknüpft werden, vertieft werden, wieder in andere Bedeutungszusammenhänge gestellt werden. Und damit sollte man sich erstmal sozusagen von der Form her ein Stück weit vorher auseinandersetzen. Das ist so, wie wenn Sie eine großartige Dichtung von Rilke oder Dante lesen und dann gleichzeitig merken, aha, das ist aber auch eine philosophische Aussage. Und wie kann ich die denn jetzt präzisieren, wenn gar nichts präzise dargestellt oder dargelegt ist? Gäbe es denn so im westlichen Denken oder in westlichen Philosophie Vergleiche oder ähnliche Leute, die so gearbeitet haben? Also mir fällt jetzt vielleicht Novalis ein, wo manche Dichtung schon als Philosophie gedacht ist und umgekehrt? Novalis ist, also ich denke, Spätromantiker generell gibt es einige sehr, oder Frühromantiker. Es ist für mich vor allem Michel de Montaigne ein sehr interessanter sozusagen Bruder, wenn man so will, in unserer Kulturgeschichte, weil er in seinen Essays einfach auch sehr viel spielerisch angeht und von vielen Seiten Dinge betrachtet. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, die Vielseitigkeit, die Multiperspektivität, der Abkehr von der Idee, von der Illusion, dass es eine Wahrheit geben könnte, die für alle gleichermaßen gilt. Und das aber wiederum verbunden, das würde ich sagen, ist etwas, was wir in unserer Tradition nur zum Teil in der Antike kennen, aber auch nicht so ausgearbeitet, mit der Vorstellung, dass eine wirkliche Vertiefung in das, was Zhuangzi meint, nur über körperliche Übung möglich ist. Nur die Praxis des Qi, des Qigong oder später die vielen Formen von chinesischen Kampfkünsten oder sonstigen Wegen, die es gibt, sind eine sozusagen, bilden eine körperliche Basis dafür, irgendwann wirklich zu verstehen, was er eigentlich meint. Denn aus dieser Praxis der Bewegungskunst kommen die Texte eigentlich. Kann man die denn auch ohne Kampfkunst verstehen? Ich denke, nicht ohne Kunst. Man könnte das Kampf vielleicht weglassen, aber nicht ohne das, was Kunst zur Kunst macht. Und das kann man zum Beispiel, denke ich, auch wenn man ein Instrument spielt oder weiß der Geier, also es gibt ja viele schöne Künste, aber erst wenn man da merkt, aha, was da erstmal für Geduld nötig ist, aber was auch für Freiheit möglich ist, wenn man die Geduld aufbringt, dann kommt man dem relativ nah. Sie hatten im Buch, Lesebuch habe ich gelesen, so eine, auch eine Metapher, dass westliche Philosophie oft ist wie die Speisekarte. Aber eben, um Philosophie, das Leben zu verstehen, müsse man eben essen und nicht nur die Speisekarte lesen. Und, ja. Und wie würde sich dann Zhuangzi da jetzt einordnen als Koch oder als... Als Gourmand. Als Gourmand. Als Gourmand und als Koch und als jemand, der einfach Mut macht, eigene Erfahrungswege in jede Richtung auszukosten und nicht an Büchern hängen zu bleiben. Das ist das Wichtigste.
Und der Gegensatz Begriff und Metapher, der ist ja dann, nachdem was Sie jetzt gesagt haben, offenkundig dann ja sehr wichtig. Ja, wobei er eben, also sozusagen, die Begriffe sehr stark von dem Bildlichen her, in sozusagen, wie das überhaupt in der Metaphern-Theorie auch mittlerweile gut bewiesen ist, dass eigentlich letztlich alle unsere Begriffe irgendwie durch Metaphern auch entstehen oder geprägt werden oder in ihrer Deutungsvielfalt in die eine oder andere Richtung gelenkt werden. Also letztlich wird hier etwas vorweggenommen, was wir jetzt in der westlichen Philosophie eigentlich so seit den 60er Jahren erleben, dass es große Denker gibt, die die Bedeutung der Metapher auch in den Mittelpunkt ihres Denkens stellen. Also Hans Blumenfeld zum Beispiel, Paul Ricoeur. Da gibt es so einige, die das in der Moderne jetzt auch entdeckt haben, wiederentdeckt haben. Aber es hat hier sehr lange eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Hat es in dem Zusammenhang denn dann auch eine Wiederentdeckung und Neuentdeckung von Zhuangzi gegeben? Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, das ist, bleibt noch offen. Das heißt, wir sind noch auf Pionierpfaden unterwegs. Jawohl, jawohl. Könnten Sie uns denn so ein bisschen, was Sie haben, so Gourmand und so skurril und so, könnten Sie uns noch ein bisschen was zu dem Typen erzählen, Zhuangzi, und zu dem Buch Zhuangzi? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, man kann sich diesen Menschen, so wie er, wie man das sagen, auch in der chinesischen Bildlichkeit dargestellt wird, so als etwas, wenn man sagen, als ja, sowas zwischen Bohemien und Penner vorstellen, der immer irgendwo geguckt hat, dass er einfach so gerade gut über die Runden kommt, der die Leute teilweise auch sehr brüskiert hat mit seinen Vorstellungen, mit seinen Bildern, und der, deswegen meinte ich eben auch Penner, der sehr deutlich gesagt hat, sobald man in irgendeiner Weise in gesellschaftlichen Kontexten eingebunden ist, verliert man einfach den freien Blick eines Kindes. Und den wieder zu erlangen, ganz auch im Sinne der Romantik, die ja auch da sehr viel drüber sozusagen sinniert hat, über den sozusagen, über das, was sozusagen die wahre Kindheit bedeuten kann, auch späterhin. Diesen Blick wieder zu erlangen, das erfordert eben seiner Meinung nach diese Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen und Maßstäben. Und das ist so eine Art Till-Eulenspiegel, wenn man will. Hat er irgendwie gearbeitet oder womit hat er sein Geld verdient? Oder was hat er so gemacht den lieben langen Tag, wenn er nicht philosophiert hat? Darüber schweigt die Geschichte. Er hat zumindest mal ein Ministeramt oder einen höheren Posten ausgeschlagen. Damit wollte er irgendwie offenbar nichts zu tun haben. Genau, er hat, also das ist so eine kleine Geschichte, wo er gefragt wird, ob er eben sein Amt bekleiden will. Und dann sitzt er gerade am Flussufer und angelt. Und dann kommen die Boten des Königs, die ihm diesen Job anbieten. Und da am Flussufer, da krabbelt gerade so eine riesen schwarze Schildkröte im Schlamm rum, und auf die Frage, ob er dann diesen Posten will, antwortet er den Beamten des Königs, so metaphorisch, ob sie sich denn vorstellen könnten, dass diese Schildkröte lieber mit königlichen Ehren im königlichen Tempel in der Hauptstadt auf dem Altar geopfert werden würde, als weiter ihren Schwanz im Schlamm rumzuziehen. Okay, also da kann man dann ableiten, was er von der Politik gehalten hat. Diese Überlegungen, die er angestellt hat, wie sind die dann verschriftlicht worden? Wie ist das weitergegangen? Er hat ja wahrscheinlich selber, jetzt so wie Sie ihn beschreiben, nichts aufgeschrieben. Ja, das ist ein immer noch auch großes sinologisches Arbeitsfeld. Wir haben den heutigen Text, den wir haben, aus dem Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus, also 500 Jahre später. Wir wissen so viel, dass 19 Kapitel in diesen 500 Jahren verloren gegangen sind. Und tragischerweise gerade die, in denen über schamanische Seelenreisen berichtet wird. Die sind alle irgendwo im Laufe der Zeit verschwunden. Man kann also mit Sicherheit sagen, es ist sehr viel mehr
noch da gewesen am Anfang. Man hat in anderen Werken teilweise Bruchstücke, so kleine Fragmente, aber es ist letztlich nicht mehr das ganze Werk vorhanden. Wobei das, was wir heute haben, wenn Sie überlegen, ich habe hier in dem Buch ungefähr 2% des Gesamttextes, wenn ich den ganzen Schwanze vorstellen wollte auf die Weise, müssten das jetzt noch 50 Bücher werden. Naja, gut, auch ein Projekt. Ja. Aber es gibt unterdessen eine deutsche Übersetzung, Gesamtübersetzung? Es gibt eine 2017 von Viktor Kalinke. Erst mit großem, also zweisprachig, mit ungefähr 1000 Seiten erschienen, bei sozusagen, und jetzt bei Reklam, unten auch in der sozusagen Bücherbank. Das gibt mir die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, worauf ich am Schluss auch nochmal hinweisen wollte und werde, dass es nämlich natürlich einen Büchertisch geben wird, von der Buchhandlung Bittner freundlicherweise kuratiert. Und dort werden Sie dann hinterher gerne auch das Buch signieren, wenn Sie es denn mit nach Hause nehmen möchten. Und es gibt auch noch ein anderes Lesebuch von Ihnen zu einem anderen Philosophen. Das bringt mich, zeitgenössischen Philosophen, das bringt mich auf die Frage des Verhältnisses zu den anderen wichtigen Geistesgrößen, chinesischen Geistesgrößen, die vielleicht dem einen oder anderen eher schon bekannt sind, also Laozi oder Konfuzius, Kongzi. Habe ich mir dann versucht, das dann richtig auszusprechen. Könnten Sie die drei mal so zueinander in Beziehung setzen ein bisschen? Ja. Also mit Konfuzius beginnt die chinesische Philosophie, weil dort zum ersten Mal wirklich Gedanken formuliert werden, auch Bilder formuliert werden, die eigentlich dazu aufrufen, selber nachzudenken, was Konfuzius immer sehr betont. Nicht irgendeiner Autorität von vornherein Glauben zu schenken. Das ist ein, sozusagen wie so eine Geburtsstunde der chinesischen Philosophie. Laozi, auch das eine legendäre Figur, deren Texte auch viel, viel älter sind, als jetzt man generell sagt, 5. Jahrhundert vor Christus, das sind auch teilweise sehr viel ältere Texte, wird traditionell als sozusagen Gegenspieler zu Konfuzius hingestellt, was, wenn man genau liest, so einfach auch nicht der Fall ist. Aber es gibt vieles, wo man Bezüge entdeckt, dass das sozusagen taoistische Geheimbünde, taoistische Meditationszirkel waren, die sich mit diesen konfuzianischen Gedanken auseinandergesetzt haben und ihre Praxis, ihre meditative Praxis sozusagen in diese Auseinandersetzung mit haben einfließen lassen. Diese beiden Strömungen hat 100 Jahre später Mencius, den ich eben auch in einem anderen Lesebuch vorstelle, versucht zu vereinen. Also Mencius steht für einen sehr verantwortlichen, sehr politisch denkenden, sehr humanistisch denkenden Ansatz, in dem aber versucht wird, das taoistische Denken zu integrieren, während Zhuangzi so einen mehr politisch oder humanistischen Blick sehr argwöhnisch sieht, weil er vermutet, dass da auch wieder irgendeine Heuchelei dahinter steckt, was eben den Konfuzianern generell immer schnell unterstellt wurde und wird. Also für Zhuangzi ist die einzige Form, nicht zu den Heuchlern zu gehören, wie gesagt, am Flussufer zu sitzen und zu angeln. Das ist so sein Rezept. Der Wert des Nichthandelns, wie es im Titel des Abends stand. Kann man denn sagen, ob und inwiefern er auf seine Zeitumstände, auf die Zeitumstände, in denen er gelebt hat, reagiert oder nicht reagiert hat? Also inwiefern hat Politik oder die gesellschaftlichen Umstände da hineingespielt in das, was er getan oder gedacht hat? Sehr stark. Was man, glaube ich, in der Regel nicht weiß, dass sich China zwischen grob 550 und 210 in einem fast 280 Jahre währenden Bürgerkrieg oder Krieg aller Staaten gegen alle Staaten befand, mit unendlich viel Leid und Not und Entwurzelung und Verlust von Werten, von Gebäuden, von Strukturen. Und diese Zeit ist die aufregendste der Philosophie. In der Zeit waren nämlich die Philosophen gefragt, wie kommt man aus dieser Zeit raus? Was kann man machen, um dieses endlose Blutvergießen zu beenden? Das ist so der
historische Hintergrund. Dann gibt es auch noch, auch das ist bei Konfuzianern wie Daoisten in dieser Zeit schon eklatant präsent, eine große, ich sage mal, ja, proto-ökologische Besorgnis. Mit proto meine ich, die haben nicht das Wort Ökologie gehabt, aber sie haben gesehen, wie durch Abholzung der Wälder, durch Übernutzung von Teichen und Feldern sich einfach auch natürliche Ressourcen schnell so erschöpfen, dass sich die Umwelt sehr, sehr zum Nachteil des Menschen und der Tiere verändert. Und darüber haben beide auf ihre Weise auch Dinge gedacht, gesagt, die, finde ich, auch höchste Aktualität haben, weil sie nämlich daraus geschlossen haben, das gilt für Konfuzianer wie Daoisten, dass eigentlich der Mensch, wenn er so lebt und so mit der Natur umgeht, sich selbst als allererster das Wasser abgräbt und irgendwann, wenn alle Tierarten ausgerottet sind, wenn kein Wasser mehr gibt, wenn die Böden ausgelaugt sind, er selber einfach überhaupt keine Lebensgrundlagen mehr hat. Und das wird in sehr vielen Texten sehr dramatisch gezeichnet, mit allen Folgen. Und da braucht man jetzt nur gerade hier in die Eifel zu fahren und sich die Fichtenwälder anzugucken und man hat das Gleiche sehr konkret. Wenn Sie sagen, es gab Überlegungen philosophisch, wie man die Blutvergießen ein Ende macht, wie man politische Wirren überwindet, nach allem, was Sie bisher über Zhuang Zi gesagt haben, was hätte er denn dazu beizutragen, wenn er doch auf der anderen Seite sagt, mit Gesellschaft, mit Politik und so will er nichts zu tun haben und wittert immer sofort, wenn es um Ethik oder Gestaltung von Staat, Gesellschaft geht, die große Heuchelei? Also das ist erstmal sozusagen in sich ein Paradoxon, auf die es keine sozusagen ganz einfache Antwort gibt. Was er aber durchaus beiträgt und über die Jahrtausende auch immer beigetragen hat, das ist so ein polemisches Wachrütteln all jener Strukturen und Formen, sei es in Künsten, sei es in sozialen Zusammenhängen, sei es in anderen Zusammenhängen, wo eben Heuchelei ins Spiel kommt. Also es gibt bei ihm nicht die positive Antwort auf diese Frage, aber es gibt bei ihm ein sehr genaues Hinsehen, wo wird was unecht, wo wird was falsch, wo wird was in sich so verdreht und verfälscht. Und das haben wir ja überall, ob es bei Umweltbewegungen ist oder bei den aller hehrsten Idealen, dass die in 0,0 sich in ihr Gegenteil verdrehen. Und warum das so ist, dazu lohnt es sich sehr, Zhuang Zi zu lesen. Denn das hat er analysiert in allen Verästelungen und allen Möglichkeiten, weil er sagt, das ist die größte Gefahr, dass wir eigentlich immer große Ideale anstreben, ob das religiöse oder spirituelle oder sonstiges sind. Aber vor lauter gutem Willen und lauter Aktionismus genau das Gegenteil bewirken. Und was wäre für ihn ein Ideal oder das Ideal? Erstmal, was ich vorhin mit dieser Übungspraxis meinte, erstmal sich wirklich darum zu kümmern, dass man selber mit seinen Heucheleien einigermaßen klaren Blick bekommt. Nicht das Schlechteste. Sie sagen, darum lohnt es sich, das zu lesen. Das wollen wir jetzt ein bisschen miteinander tun. Bevor wir das tun, eine Frage vielleicht noch zur Rezeption. Also spielt oder welche Rolle hat dann dieses Werk über die Jahrhunderte gespielt? Die Teile seien ganz verloren gegangen. So sagen wir mal, so ein Kontrastprogramm zu Politik und Gesellschaft ist ja auch nicht immer bei den Mächtigen so sehr beliebt. Also, also deswegen, wie ist es mit ihm weitergegangen, so über die Jahrhunderte, so in einem Parforce-Ritt? Also diejenigen, ich werde nachher auch signieren, die das mögen. Ich habe hier eine chinesische Ausgabe von 1930. Das sind sehr viele alte Kommentare mit dabei. Da wird deutlich, es gab an die 900 Kommentare bis ins 20. Jahrhundert. Sehr klein, sozusagen sehr klein gedruckt, können Sie mal gucken. Und diese Kommentare sind meistens von Konfuzianern geschrieben worden. Und die haben dann im Vorwort geschrieben, dass es ein durchaus verwerfliches und verderbliches Buch ist, das man auf gar keinen Fall lesen sollte. Und damit konnten sie die Zensur passieren. Und so konnte es dann jeder lesen. Oder konnten es viele lesen.
Solange das vorne im Vorwort stand. Subversiver Akt sozusagen. Genau. Aber es hat real sehr viel eben in der Literatur- und Dichtungsgeschichte, vor allem auch in Japan, an Rezeption erfahren. Und ich denke, die größte Wirkung ist die Verschmelzung des zhuangzischen Denkens mit dem Mahayana-Buddhismus ab dem 3. Jahrhundert, wo man viele Begriffe aus seinem Text genommen hat, um Sutren, also sozusagen um die Kernbegriffe des Buddhismus sozusagen zu sinisieren. Also zum Beispiel das Wu-Wei, das Nichthandeln, ist dann der Begriff für das Nirvana geworden. So hat man dann die Sanskrit-Begriffe so sozusagen eingesinisiert, dass ein Chinese damit was anfangen konnte. Und so ist der Zen-Buddhismus zum Beispiel entstanden. Und eine Rezeption in Europa gab es vermutlich erst, wenn überhaupt, als die Begegnung zwischen China und Europa durch Marco Polo oder so oder dann in den Fortlauf. Bis heute kann man sagen, gibt es die eigentlich nicht. Es wäre ganz schön gewesen, wenn Martin Heidegger, der sehr intensiv die Übersetzung von Martin Buber gelesen hat und bei dem sich viele Gedankenfiguren und auch Metaphern von Zhuangzi wiederfinden lassen, wenn er mal eine Fußnote gemacht hätte. Woher? Hat er aber nicht. Ansonsten ist mir niemand bekannt. Also, ich lege da deswegen so viel Wert drauf, damit man immer wieder mal erkennt, mit welcher Pioniertat wir es heute Abend auch zu tun haben. Wir gehen dann tatsächlich, schlage ich vor, so ein bisschen ins Werk hinein und haben unter Ihrer Führung so einige Texte ausgesucht. Jetzt schaue ich mal in den Saal. Ist es hell genug, dass Sie es mitlesen können? Nein. Kann man da ein bisschen was dran tun? Ja, vielen Dank. Und ich schlage vor, wir gehen so ein Stück für Stück vor und Sie lesen es uns und wir sprechen dann ein wenig drüber, was so das eine oder andere zu bedeuten hat. Ja? Okay. Der unnütze Baum. Huize sagte zu Zhuangzi: Ich habe einen großen Baum von der Art, die die Menschen Götterbaum nennen. Sein Stamm ist so knorrig und verwachsen, dass man kein Lot an ihn anlegen kann. Seine Zweige sind so krumm und gewunden, dass man sie nicht mit Zirkel- und Winkelmaß ausmessen kann. Du könntest ihn an die Straße pflanzen und kein Zimmermann würde ihn ansehen. Nun sind deine Worte groß und nutzlos wie dieser Baum und so verschmäht sie jeder. Zhuangzi antwortete: Hast du denn noch nie eine Wildkanze oder einen Wiesel gesehen? Sie ducken sich, um so auf die Vorbeikommenden zu warten. Sie springen nach Osten und Westen und vermeiden keine Tiefe oder Höhe. Doch letztlich geraten sie in Fallen und sterben in Fangnetzen. Oder nimm einen Ochsen, der so groß ist wie Wolken, die vom Himmel herabhängen. Solche Ausmaße kann man tatsächlich groß nennen. Und doch kann er keine Ratten fangen. Nun hast du diesen großen Baum und bedauerst, dass er nutzlos ist. Warum pflanzt du ihn nicht in das nicht irgendetwas Dorf oder in das Feld des Weiten und Grenzenlosen? Warum überlässt du dich nicht ganz entspannt dem Nichttun an seiner Seite? Warum legst du dich nicht unter seine Zweige und schlummerst dort in freier Muße? Nie werden Äxte sein Leben verkürzen, kein Wesen kann ihn verletzen. Wenn er zu nichts Nutze ist, wie sollte ihm dann Schaden zustoßen? Ja, was unterscheidet dieses sich unter den Baum legen vom Otium der antiken Philosophen, also von der Muße, von der Cicero redet oder auch andere reden? Ich glaube, dass da sehr wenig Unterscheidung ist, dass es eben einfach auch um die Muße geht, wobei was hier, glaube ich, ist es ja auch relativ viel vom Traum die Rede, vielleicht noch klarer benannt wird,
das ist, wie wertvoll die Zustände zwischen völligem Wachsein und Schlafen sind, sozusagen die Zwischenzustände. Das wird hier sozusagen noch ein bisschen vielleicht konkreter angedeutet. Also Otium, denke ich, ist nicht unbedingt Schläfrigkeit gemeint. Aber hier ist wirklich so das Mittagsschläfchen, wo man so ein bisschen vor sich hin dämmert, gemeint. Und es gibt zum Beispiel sehr interessante Studien, wo die größten Durchbrüche in der menschlichen sozusagen Entdeckungsgeschichte geschehen sind. Das war sehr oft in solchen Zuständen. Deswegen auch vorhin der Verweis auf die schamanische Tradition. Ja. Das gibt mir auch nochmal Anlass, nochmal nachzufragen, warum ist das so wichtig? Also das ist ja offenbar eine der Einflussquellen. Und wie benutzt er das oder wie nimmt er das auf, wie setzt er das um in das, was er dann philosophiert, also diese schamanische Tradition, Seelenreisen? Also erstmal finden wir bei keinem Autor der Weltphilosophie, ich lasse mich gerne korrigieren, so viele Tiere, die auch dann teilweise, wie auch hier in dem Text, sage ich mal, mit einer sehr großen Bedeutung ausgestattet werden. Also Tiere sind im Grunde hier philosophische Subjekte, die, das muss man dann, wenn man weiterliest, auch erstmal alles sich klar machen, was das bedeutet, deren Umwelt, deren Leben, deren Lebensausdruck genauso viel Würde und Wert hat wie das der Menschen. Und das ist sozusagen einer der elementaren Erfahrungen schamanischen Umgehens mit der Natur, dass Tiere und ihre Kraft eine ganz große Rolle für den Menschen spielen. Das ist hier sozusagen philosophisch verfeinert und wird in dieser Geschichte nochmal sehr schön daraufhin konkretisiert, dass ja jedes Tier mit seiner Umwelt bestimmte Fähigkeiten und Grenzen hat. Ja, der Ochse, der keine Ratten fangen kann, und die Wildkanzler, die dies nicht kann und so. Das heißt, dass etwas begrenzt ist, gehört zu jeder Umwelt dazu. Und so ruft er den Menschen auch auf, seine Begrenzungen auch endlich mal zu verstehen oder zu sehen und sich nicht in dieser Wissens- und sozusagen endlosen Beschleunigungsgesellschaft vor den Karren der Optimierung spannen zu lassen. Und das ist jetzt keine, sagen wir mal, vergewaltigende Aktualisierung? Nein. Nein, weil es das eben damals auch schon gab. Mhm. Und dann gibt es noch einen weiteren, noch viel intrikateren Sinn in diesem kurzen Text, nämlich, dass es ja eigentlich hier gar nicht um die Tiere und um die Nutzlosigkeit geht, sondern um die Lehre des Zhuangzi selbst. Ja? Deine Worte sind groß und nutzlos, wie dieser Baum. Und das ist etwas, was hier Zhuangzi ganz explizit in den Mittelpunkt seiner Hermeneutik stellt, indem er sagt, ja, das ist wirklich nutzlos. Auch was wir heute Abend hören, die Zeit, die anderthalb Stunden, die wir miteinander verbringen, sind völlig nutzfrei. Ich bitte, das zu genießen. Also Nutzlosigkeit ist entgegen dem, was technisches Denken oder eben so zielstrebendes Orientieren sagen würde, genau der Gegenbegriff. Genau. Ja. Und führt zu größerer Freiheit? Also es hat kein, im Gegensatz zu allen anderen Interpreten chinesischer Denker, ja, das ist, oder auch buddhistischer, sonstige, ist das in China genauso passiert wie im Abendland, dass eine Lehre innerhalb einer Generation schon völlig pervertiert wurde. Das ist bei Zhuangzi niemandem gelungen in 2300 Jahren. Weil es so sperrig ist. Es geht nicht. Wie will man das pervertieren? Ja. Gut, wir haben schon einen ersten Eindruck gewonnen, beschäftigen uns jetzt mit einem zweiten Text, den Sie sinnigerweise als zweiten auf dem Blatt haben. Der Schafhirte als Sinnbild für gute Pflege des Lebens. Vielleicht sollten wir Sie vorher einmal was zu dem Begriff Pflege des Lebens sagen, ja, der ja offenbar ganz zentral ist. Ja. Das ist eigentlich der Oberbegriff über das, was ich immer wieder jetzt gesagt habe, wie wichtig, wie zentral die Übung ist in diesem Denken, die langjährige, geduldige Übung in einer Kunst, ich sage das mal jetzt ganz weit gefasst, um irgendwann
den unendlichen Wert, den unser Körper, aber auch einfach unser Leben mit unseren Ressourcen, unseren Verbindungen, unseren Möglichkeiten hat, in der ganzen Fülle überhaupt zu erfahren, weil uns das genau, und das ist Zhuangzi eben sehr gesellschaftskritischer Ansatz, von den meisten Gesellschaften, Institutionen, ich komme von der Uni, ich weiß, wovon ich rede, madig gemacht wird. Ja, die Fülle wird uns genommen von vornherein, indem uns wir beschränkt werden sollen auf dies oder jenes. Und dabei sind wir so viel mehr, als wir das eigentlich oft selber ahnen, können wir aber eben nur durch das Üben, durch die Pflege des Lebens wirklich rausbekommen. Und dazu hören wir jetzt einen wieder paradigmatischen Text. Chen Kaizhi besuchte den Herzog Wei von Zhou. Herzog Wei sprach: Ich habe gehört, dass Zhu Xian das Leben gelernt hat. Sie, Meister, sind mit ihm gewandert. Was haben Sie von ihm über die Kunst des Lebens gehört? Tian Kaizhi sprach: Ich diente nur mit dem Besen in der Hand vor seiner Tür, um Staub zu kehren. Was sollte ich vom Meister gehört haben? Der Herzog Wei erwiderte: Nun seien Sie nicht so bescheiden. Ich möchte es wirklich gern erfahren. Tian Kaizhi sprach: Ich habe den Meister sagen hören, wer gut in der Pflege des Lebens ist, der ist wie ein Schafhirte. Er achtet auf die Schafe, die zurückbleiben, und peitscht sie voran. Der Herzog fragte daraufhin: Was soll das bedeuten? Tian Kaizhi antwortete: Im Staate Lu lebte einmal ein Mann mit Namen Einsamer Leopard, der lebte zwischen Felsklüften und trank nur Wasser. Er strebte nicht wie andere Menschen nach einem Vorteil. So wurde er 70 Jahre alt und seine Haut war immer noch frisch wie die eines Kindes. Unglücklicherweise begegnete er einmal einem hungrigen Tiger. Der hungrige Tiger tötete ihn und aß ihn auf. Da gab es noch einen anderen Mann namens Zhang Yi, der war fieberhaft beschäftigt, bei den hochstehenden Familien ein- und auszugehen. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, bekam er ein innerliches Fieber und starb. Leopard nährte sein Inneres, aber der Tiger fraß sein Äußeres. Zhang Yi pflegte sein Äußeres, aber die Krankheit griff sein Inneres an. Alle beide verstanden es nicht, ihre Nachzügler voranzupeitschen. Konfuzius hat einmal gesagt: Sich nicht zurückziehen und verbergen, nicht hervortreten und sich zeigen, absichtslos wie ein vertrockneter Baum die Mitte wahren. Wer das erlangt hat, dessen Ruhm erreicht das Höchste. Was nun die Furcht vor den Straßen betrifft, auf denen jeder Zehnte getötet wird, so verstehen es Väter und ältere Brüder, ihre Söhne und Geschwister zu warnen und lassen sie nur mit zahlreichem Gefolge ziehen. Ist das nicht verständig? Aber es gibt zu Fürchtendes, das den Menschen auf ihren Schlafmatten und beim Essen und Trinken ereilt, aber sie wissen nicht, einander davor zu warnen. Das ist ein Fehler. Ja, auch da vielen Dank. Am Anfang ist vom Hirten die Rede, der auf seine Herde achtet und das Zurückgebliebene einholt. Da fällt einem, gerade wenn man im heiligen Köln ist, eine andere wichtige Schrift ein, in der auch von einem guten Hirten als Ideal die Rede ist. Mhm. Ist das ein ähnlicher, vielleicht irgendwie vergleichbarer Ansatz? Es ist auf jeden Fall die gleiche Metapher. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend an diesem Punkt, dass man sagen kann, nicht viele, aber manche Metaphern haben tatsächlich kulturübergreifende gleiche Bedeutung. Es gibt noch zwei, drei andere bei Zhuangzi, aber hier ist auf jeden Fall die gleiche Metapher. Aber dadurch, dass es die gleiche ist, kann man den Unterschied sehr schön zeigen. Hier ist es nicht der Hirte, also der gute Hirte, Jesus in dem Fall, der die verlorenen Schafe zur Herde zurückbringt, sondern es ist hier im Bild jeder selbst, der idealerweise versteht, sage ich mal, was seine Nachzügler, seine verdrängten Schattenseiten, seine Schattenthemen, seine ungelebten Sehnsüchte sind. Das wird an diesen zwei
Personen deutlich gemacht. Der eine, der sich so sehr stark pflegt und dann doch vom Tiger aufgefressen wird, und der andere, der so versucht, Ruhm und Achtung und Ehre zu erlangen und dann aber irgendwie krank wird und auch nichts davon hat. Genau, also beide haben praktisch nicht verstanden, wo sozusagen ihre Achillesferse ist. Und das hat eben auch fast jeder, jedenfalls, ich wüsste keine Ausnahme. Und genau darum, sich halt zu kümmern, bedeutet hier, dass man sich selbst sozusagen um seine eigenen Nachzügler kümmert, um dann sozusagen wie die Schafherde ruhig und entspannt dahin zu gehen, wo das Gras am besten wächst. Was die Schafherde sowieso schon von sich aus tut. Genau. Aber da ist ja das Wort, peitscht sie voran. Bricht da so, hat so nach meinem Eindruck, ist da so etwas ausgebrochen. Das hat ja schon, sagen wir mal, was ordentlich Aggressives, und da geht es offenbar um was. Also es ist nicht nur so, naja, jetzt gucken wir mal, wird schon irgendwie ins Lot kommen. Naja, also ich kann von mir von manchen schlechten Gewohnheiten berichten, da muss ich wirklich auch manchmal energisch werden, um da was sozusagen nochmal in eine andere Richtung zu lenken. Das gibt's auch. Das ist dann aber bei Jongze dann offenbar ja doch irgendwie so ein Anliegen, dass der Mensch so mit sich ins Reine kommt, was aber keine Ethik ist. Also das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, insofern, wiefern diese Pflege des Lebens, das um sich selbst kümmern und das Maß finden, wie dann in diese Konfuzius-Stelle, die sie eben dann auch, die er dann auch zitiert hat, bedeutet, warum das nicht auch was mit Ethik zu tun hat. Erstmal über das Thema Ethik und Zhuangzi gibt es bei Zhuangzi-Experten weltweit einen Riesengraben. Und da gibt es viele Argumente pro und contra. Also ob er überhaupt oder welche Ethik? Genau. Aha. Der Punkt ist meiner bescheidenen Meinung nach, dass es sehr wohl eine sehr hochstehende Ethik hier gibt. Nämlich eine, eigentlich sehr ähnlich wie bei Albert Schweitzer, wo die Würde des Lebens im Mittelpunkt steht oder die Entfaltung des Lebens, aber er sich weigert, das Vokabular der Ethik seiner Zeit zu verwenden, weil er eben hinter jedem Reden von Ethik sofort Heuchelei vermutet. Da wird es sehr heikel. Aber ich denke, er hat letztlich ein sehr großes ethisches Anliegen, dass allerdings das, was sozusagen dann als ethisches Verhalten gelebt wird, gar nicht mehr als solches bezeichnet werden muss, weil es natürlich so entsteht. Also übersetzt, hütet euch vor den Moralisten. Ja, vor den Pharisäern. Ja, gut, nehmen wir nochmal diese andere kleine Schrift. Sie hatten gesagt, er setzt sich viel von Konfuzius ab oder ist auch ein Kontrast zu ihm. Also in diesem Text, da zitiert er ihn ja offenbar sehr positiv oder sehr so, oder affirmativ. Sich nicht zurückziehen und verbergen, nicht hervortreten und sich zeigen, absichtslos wie ein vertrockneter Baum, die Mitte wahren, wer das erlangt hat, der hat das Höchste erreicht. Gibt es dann doch so eine Übereinstimmung oder eine Annäherung? Also da kann ich einfach auch nur sehr empfehlen, sehr gründlich auch mal Konfuzius zu lesen. Da gibt es viele Stellen, die sowohl von der Metaphorik wie von dem sozusagen dem, was hinter den Worten steht, direkte Bezüge zu dem haben, was hier steht. Auch da gibt es natürlich viele Erklärungen oder Versuche, das zu widerlegen. Grundsätzlich gibt es aber, vielleicht um das nochmal einzuordnen, im alten China eine sehr, oder überhaupt in der alten chinesischen Philosophie, eine sehr große Tendenz, sozusagen andere Strömungen in das eigene sozusagen gedankliche Universum mit einzubeziehen und so praktisch einzugemeinden. Und die Unterschiede eher runterzufahren. Das ist also etwas, was wir, denke ich, in unserer Tradition oft sehr anders erlebt haben, dass immer wieder gesagt wird, der hat diese Position, ich diese. Hier ist eigentlich die Strategie. Eigentlich meint er ja genau das Gleiche, was natürlich auch eine Vergewaltigung sein kann. Aber das ist, muss man einfach auch wissen. Das ist sozusagen eine ganz andere Form der philosophischen Rezeption und Weiterentwicklung. Oder aber man nennt halt die Quelle nicht, so wie wir es gerade oder so gehört genau haben. Ja, ein weiterer Text, Gefährliches Streben
nach Wissen, dann nehmen wir einen Begriff auf, der vorhin in der Einleitung schon mal gefallen war, technische Vernunft und all diese Dinge. Sie können uns wieder folgen auf dem Textblatt und Sie würden es uns lesen. Mein Leben fließt zwischen begrenzenden Ufern. Würde vielleicht 3 und 4 zusammenlesen. Das sind zwar verschiedene Themen, aber die gehen auch gut ineinander. Und dann einen größeren. Ja. Mein Leben fließt zwischen begrenzenden Ufern. Das Wissen jedoch ist unbegrenzt. Wenn man mit dem Begrenzten das Unbegrenzte verfolgt, dann entsteht die Gefahr, dass der Fluss unterbrochen wird. Wird der Fluss unterbrochen und man verfolgt immer noch das Wissen, dann ist dies die größte Gefahr. Wenn du Gutes tust, meide den Ruhm. Wenn du Schlechtes tust, meide die Strafe. In allem, was du tust, mache die Aufmerksamkeit auf die Hauptlebensader zur Leitlinie. So kannst du deinen Körper bewahren, dein Leben erfüllen, du kannst deine Nächsten pflegen und die dir zugedachten Jahre erfüllen. Vielleicht eine kleine, wichtige Anmerkung. Die Aufmerksamkeit auf die Hauptlebensader wird von den meisten Kommentatoren als die Wirbelsäule sozusagen kommentiert. Das ist also sozusagen, könnte man einfach sagen, die Aufmerksamkeit auf den Energiefluss in der Wirbelsäule. Und das sind wir direkt in der Übungspraxis. Also sozusagen die körperliche Achtsamkeit, um eben, wie es hier auch steht, den Körper fit zu halten, zu bewahren, das Leben zu erfüllen, um letztlich, und hier haben wir ein durchaus ethisches Anliegen, auch eben die Nächststehenden lange pflegen zu können. Und eben, das ist ein großes taoistisches Thema, sozusagen die zugedachten Jahre zu erfüllen. Es ist sehr oft so, dass eben Menschen das selber viel dazu tun, dass sie das nicht schaffen. Und das wird hier als großes Elend beschrieben. Was meint denn, also wenn du Gutes tust, meide den Ruhm, das kann ich mir ja noch vorstellen, dass man eben sich nicht überhebt oder so, aber wenn du Schlechtes tust, meide die Strafe, was ist damit gemeint? Damit ist, auch da gibt es natürlich dann ganz faszinierende unterschiedliche Erklärungen, aber es ist letztlich damit gemeint, dass Ruhm und Strafe künstlich etablierte Normen sind, die den Menschen in der Regel in irgendeiner Weise gängeln oder auch verführen, letztlich in falschen Bildern sich zu verlieren. Zu falschen guten oder schlechten Bildern, dass vieles einfach letztlich gar nicht unbedingt dem entspricht, was uns eine Gesellschaft oder eine religiöse Gemeinschaft oder das Elternhaus versucht, als gut und schlecht zu sozusagen einzuimpfen. Also praktisch nicht eine von außen auferlegte Normierung, sondern wieder was von innen kommendes. Genau. Und dann wieder in Übereinstimmung mit dem mit diesen Lebensquellen, mit Natur und... Genau, die eben dann aber, auch das wird ja im ersten Absatz sehr klar gesagt, sehr schnell versiegen können, wenn man endlos dem Wissen nachrennt, wenn man endlos neuen Technologien oder neuen Smartphone-Modellen oder könnte man endlos erweitern. Also immer dieses Weiter und Mehr und noch mehr, das ist sehr gefährlich, weil wir eben in einem begrenzten Leben, sozusagen auch jeder Fluss begrenzte Ufer hat. Also das wäre aber dann doch eine komplette Absage an quasi die Hauptströmung der gesamten abendländischen Tradition. Das Wissen zu vermehren, Neues zu entdecken oder vielleicht zumindest die technische Seite des Ganzen, der Rationalisierung. Ja, die gab es aber in China genauso, deswegen ist es ja hier auch geschrieben. Also das ist jetzt nicht eine Absage an die westliche, sondern eine Absage generell an diese Form von endloser und teilweise ja auch völlig kopfloser sozusagen Vermehrung von Technologien und Wissensmengen, die kaum noch in Bezug zu der Frage stehen, hilft es dem Planeten wirklich, hilft es dem Leben wirklich, eine Zukunft zu entfalten? Dazu passt dann auch direkt der Text, den Sie anschließen wollten. Ja. Das Maschinenherz. Zigong reiste in den Süden nach Chu und auf seinem Rückweg nach Jin. Als er an einer Sandbank des Hanflusses vorbeikam, sah er einen alten Mann,
der seine Beete für das Pflanzen vorbereitete. Er hatte Stufen in die Brunnenwand gehauen und stieg in den Brunnen. Dann kam er mit einem Krug wieder heraus und bewässerte die Felder. Er strengte sich dabei sehr an und hatte doch wenig Erfolg. Es gibt ein Gerät für diese Arbeit, sagte Zigong. An einem Tag kann man mit ihm 100 Felder bewässern. Man braucht dabei wenig Kraft und sieht viel Erfolg. Würdet ihr ein solches Gerät haben wollen? Der Gärtner hob den Kopf, schaute Zigong an und fragte, was hat es auf sich mit so einem Gerät? Zigong antwortete, es ist ein Hebel, der aus Holz gemacht ist. Man beschwert ihn hinten und macht ihn vorne leicht. Und er holt das Wasser ganz schnell heraus, sodass es aussieht, als ob es überkochen würde. Dieser Apparat wird Ziehbrunnen genannt. Erst errötete der Gärtner vor Zorn, dann sagte er lachend, ich habe meinen Lehrer sagen hören, dass da, wo maschinelle Vorrichtungen sind, Dinge auch bald auf maschinelle Weise getan werden. Und dass der, der die Dinge maschinell tut, auch ganz bestimmt ein Maschinenherz hat. Wenn du aber ein Maschinenherz in der Brust hast, dann kannst du nicht mehr das Reine und Einfache bewahren. Kannst du das Reine und Einfache nicht bewahren, dann kennt das Leben des Geistes keine Bestimmtheit. Dann kann der Weg nicht gegangen werden. Es ist nicht so, dass ich solche Vorrichtungen nicht kenne. Ich schäme mich nur, sie anzuwenden. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Mich hat diese Metapher von dem Maschinenherz sehr beschäftigt. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, philologisch. Also wie kommt man an dieses, das ist ja alles in chinesischen Schriftzeichen dran, wie kommt man an dieses Ding Maschinenherz dran? Also es gibt hier ein Schriftzeichen, das sozusagen hier mit Maschine übersetzt ist, also maschinell, das ist auf Chinesisch Ji, Ji im ersten Ton. Und das hat die Grundbedeutung der Webstuhl. Das war so eine Maschine, die eben auch sehr verbreitet war. Und die weiter sozusagen übertragenen, abgeleiteten Bedeutungen, spitzfindig, klug, raffiniert, ausgefeilt. Also eine ausgefeilte, spitzfindig erstellte Vorrichtung, die etwas praktisch maschinell ermöglicht, wie ein Webstuhl. Das ist hier das Schriftzeichen, das dahinter steht. Und dann das Schriftzeichen für Herz ist eben Herz. Und es ist eine sehr, sehr tiefe und reiche Metapher, die auch später noch viel kommentiert wurde. Weil einfach hier an dieser Stelle sehr klar wird, und das ist, was in der Tradition oft auch falsch gelesen wurde, oft auch heute noch falsch verstanden wird. Es wird natürlich jetzt, wenn man oberflächlich dieser Geschichte folgt, scheint sie nahezulegen, man sollte auf Maschinen verzichten. Aber das ist eine sehr plumpe, wenn ich so sagen darf, oberflächliche Leseweise. Denn es geht nicht um das Verzichten als solches, sondern es geht darum, mitzubekommen, wann hat eine Maschine solch eine Rückwirkung? Ja, wann, durch welchen Umgang mit Technologie, sage ich jetzt mal neudeutsch, entsteht eine innere Abhängigkeit, eine innere Bewusstseinstrübung oder eine Gedankenlosigkeit, was ja alles permanent überall zu beobachten ist. Und das genau mitzubekommen, das wäre hier letztlich der tiefere Appell. Ja? Also Zhuangzi hätte, da gibt es wiederum auch andere Stellen, wo ja auch, was weiß ich, ein Künstler für seine Kunst dann eben auch bestimmte Gegenstände braucht und so. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, diese Rückwirkung mitzubekommen. Aber der Gärtner sagt doch, gut, dass ich das überhaupt gar nicht kenne und ich würde mich schämen, sie anzuwenden. Das ist richtig. Das ist hier praktisch in diesem Text die Pointe. Aber wenn man es kontextuell liest, dann sieht man, dass Zhuangzi nicht so naiv war, zu sagen, so jetzt tun wir alle Maschinen sozusagen auf den Komposthaufen und dann geht es uns besser. Sondern der letztlich Casus Knactus ist die Rückwirkung auf unser Herz.
Und das wiederum mitzubekommen, erfordert die Übung. Das wird eben immer wieder und immer wieder neu gesagt. Die Übung der Wahrnehmung, die Übung der Präsenz, die Übung der Fingerfertigkeit. Das kann man mitbekommen und dann würde man, würde Zhuangzi das heute auch noch mal so anders, denke ich, umschreiben. Und diese Nebenbedeutungen wie raffiniert und berechnend und so, also das wäre natürlich, oder kalkulierend, das ist dann negativ. Also das hat ein negatives Vorzeichen. Ja, ja. Gut, in unserer Tradition kennt man vielleicht das Herz aus Stein, das versteinerte Herz. Ja. Dieses Maschinenherz ist aber... lebt noch, aber es schlägt falsch oder hat so dieses technische Rationalisieren. Bitte? Es ist fremdgesteuert. Fremdgesteuert. Ja. Also sowas wie, ja, aber man kann das jetzt nicht marxistisch lesen, etwa. Oder könnte das marxistisch lesen, von wegen Fremdbestimmung und Determinismus? Weiß ich, würde das eher, also ganz konkret, muss man in die nächste U-Bahn oder Zug sitzen und 80% der Menschen kriegen nicht mehr mit, was um sie herum vorgeht und sind fremdgesteuert, gucken nur noch dahin. Ja. Also das ist bewusstseinspsychologisch auch schon gut jetzt erforscht, dass es gravierende, vor allem bei jungen Menschen, gravierende Negativfolgen haben kann, wenn es nicht bewusst wird. Also es würde sich lohnen, auf seinem Handy als Bild vorne mit Maschinenherz, Maschinenherz, genau. Maschinenherz. Ja. Dann käme man vielleicht ein bisschen weiter. Ja, genau. Einen Text haben wir noch vom Koch Ding. Ja, das wird vielleicht ein bisschen knapp, oder? Oder ja, den nehmen wir vielleicht mal mit der scharfen Klinge. Oder wir gehen schon, wir haben nämlich einen Text uns ausgedacht, oder nicht ausgedacht, sondern überlegt, dass wir Ihnen den noch präsentieren wollen, der nicht auf dem Zettel steht, der aber trotzdem sehr wichtig ist. Ja. Vielleicht, weil es auch der bekannteste. Ja. Dann überlassen wir Ihnen die beiden, die noch draufstehen, zur eigenen Lektüre, Meditation und Interpretation und natürlich dank des Lesebuchs auch zur näheren Ausdeutung und kommen dann zu einem Text, der, wie gesagt, jetzt nicht draufsteht, den zum Schmetterlings. Traum. Genau, da würde ich dann auch meine Interpretation dazu lesen, dann kann man das auch nochmal so ein bisschen mitbekommen. Der Schmetterlingstraum. Einst träumte Zhuangzi, dass er ein Schmetterling wurde, der beschwingt umherflatterte. Er hatte Freude an sich und folgte allen seinen Regungen. Dabei wusste er nicht, dass er Zhuangzi war. Plötzlich wurde er wach, da war er Zhuangzi, ganz eindeutig nur dieser. Nun weiß man nicht, ob es Zhuangzi war, der geträumt hat, er sei ein Schmetterling geworden, oder ob es ein Schmetterling war, der geträumt hat, er sei Zhuangzi geworden. Es gibt aber gewiss zwischen Zhuangzi und einem Schmetterling einen Unterschied. Dies ist damit gemeint, wenn gesagt wird, die Wesen unterliegen dem Wandel. Diese kleine, in Ostasien berühmteste Geschichte des Zhuangzi hat es in sich. Wir werden mit ihr nicht so schnell fertig. Immer bleibt die Frage, wer ist denn nun wer? Und wer ist wirklich? Wenn hier angedeutet wird, dass wir letztlich nicht wissen, ob Zhuangzi vielleicht doch ein Schmetterling ist, dann ist das nicht nur einfach eine groteske, fantastische und unrealistische Aussage. Im Gegenteil, es entsteht nebenbei die Frage, wann überhaupt eine Aussage Wirklichkeit adäquat beschreiben kann. Diese Frage durchzieht das Buch Zhuangzi in 1000 Variationen und stellt dem Leser die Frage, weißt du, wer du wirklich bist? Und hilft dir da dein Wissen, um das zu wissen? Kann es nicht sein, dass das, was dir als wirklich erscheint, geträumt ist? Und das, wovon du träumst, wirklich ist. An dieser Geschichte verunsichert zutiefst, dass wir nicht entscheiden können, wer der Träumende und wer der Erwachende ist. Für Zhuangzi folgt auf jedes Erwachen ein neuer Traum und auf jeden Traum ein neues Erwachen. Wirklich nennen wir zumeist das, was uns im Tagesbewusstsein begegnet, was wir kontrollieren, bemessen, planen und in Bewältigungsstrategien einordnen können. Daher unsere große Angst vor Schicksalsschlägen, Verlusten, Krisen, die wir mit diesen Strategien nicht mehr bewältigen können.
Doch das Leben hält nicht still. Immer wieder erfahren wir unsere Ohnmacht. Immer wieder stellt sich uns die Frage, ob wir trotz allen Wandels darauf vertrauen können, dass unser Schicksal in ein größeres Leben eingebettet ist, dem wir rückhaltlos vertrauen können. Erst ein solches Vertrauen ermöglicht es, freudig den eigenen Regungen zu folgen. Es ermöglicht eine Freiheit, die nicht durch Kontrolle und künstliche Definitionen der Realität behindert wird. Das größere Leben vollzieht sich in einer unüberschaubaren, von keinem Menschen zu errechnenden oder zu beherrschenden Fülle von Wandlungen. Sobald man diese Fülle beherrschen, durch Wissen sich und die Welt in eine übersichtliche Ordnung zwingen will, droht die Gefahr der Erstarrung. Immer schon zu wissen, wer man ist, was Wirklichkeit und was Traum ist, ist sehr praktisch, weil man damit bestimmte eingeübte Handlungsweisen beliebig reproduzieren kann. Aber ist das das Leben, nach dem wir uns in der Tiefe sehnen? Erst wenn man aufhört, an den eigenen Unterscheidungen zu hängen und das Leben auf diese Weise unter Kontrolle zu halten zu wollen, kann sich etwas wandeln. Erst wenn die trennenden Wände der festen Zuordnungen zwischen mir und den anderen durchbrochen werden, kann ich offen werden für Möglichkeiten, die ich vorher nicht sehen konnte. Das heißt nicht, dass die Unterschiede verwischt werden. Es heißt, dass die Grenzen zwischen mir und der Welt, zwischen Traum und Wirklichkeit fließend werden. Erst wenn ich selbst auch im Fließen bin, kann ich sie so wahrnehmen, wie sie jeweils sind. Es geht also darum, immer neu ganz da zu sein, wo ich bin, ob krank oder gesund, lebendig oder tot, reich oder arm. Jeder Zustand wird erst dann unerträglich, wenn ich ihn mit anderen vergleiche, wenn ich mit Vorstellungen von gestern die Realität von morgen sichern will und meinen Frieden nicht finden kann mit dem, was heute ist. Da dieses Gleichnis in Ostasien der bekannteste Zhuangzi-Text ist, wurde es zu einem Topos, mit dem viele Generationen chinesischer, japanischer und koreanischer Dichter gespielt und gearbeitet haben. Der japanische Dichter Matsuo Basho, 17. Jahrhundert nach Christus, hat zwei Haikus verfasst, die beide in die unauslotbare Tiefe dieser Geschichte leuchten. Erstes Haiku. Du bist der Schmetterling und ich bin Zhuangzis träumendes Herz. Und das zweite Haiku. Wach auf, wach doch auf und lass uns Freunde werden, schlafender Schmetterling. Da ist es jetzt einigermaßen schwierig, noch was draufzusetzen oder anzuschließen. Wir wollen das aber trotzdem mal gemeinsam versuchen, denn Corona hat ja nicht nur Nachteile. Normalerweise in einem vollen Saal würden wir es jetzt nicht machen, dass wir Publikumsfragen irgendwie mit einbeziehen. Aber wir haben gedacht, da wir quasi unter uns sind, in kleinem Kreise, können wir dieses Experiment versuchen. Wir haben auch wieder wegen der Hygienevorgaben kein Saalmikro, niemanden, der jetzt durch die Reihen geht. Sondern würden das so machen, dass wir Sie bitten würden, aufzustehen und die Stimme zu erheben und deutlich. Dann eben so laut und deutlich zu sprechen, dass zumindest wir hier vorne und hoffentlich auch alle im Saal es dann hören können und vielleicht noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Solange Sie überlegen und ich versuche dann auch Sie zu identifizieren, jetzt haben Sie uns aber einen Text vorenthalten durch einen kleinen Sprung, den wir vielleicht doch noch machen sollten, ja, weil nämlich das Buch danach heißt, dass man nämlich mit den passenden Schuhen, Herr Kotes hatte das ja eingangs auch schon erwähnt, mit den passenden Schuhen, die Füße vergisst. Auch ich habe überlegt, was ich jetzt anziehe. Dachte aber, komm, lass mal. Und habe dann neugierig geschaut, was Sie für Schuhe anhaben. Die passen aber immer. Aber darum geht es ja wahrscheinlich wieder gar nicht. Doch. Doch. Gerade darum. Also in unpassenden Schuhen mal 5-6 Stunden zu laufen. Das ist, Sie sind ja auch Wanderer, glaube ich. Ja. Kennen Sie das? Ja, also so praktisch war es dann schon auch bei ihm. Ja, gut. Dann hören wir den Text nochmal. Genau. Die passenden Schuhe.
Der Handwerker Chui konnte Gegenstände so zeichnen, dass diese mit Zirkel- oder Winkelmaß exakt übereinstimmten. Seine Finger spürten den Verlauf der Dinge, ohne dass er vorher überlegen musste. Darum war seine Seele einheitlich und ohne Fesseln. Mit den passenden Schuhen vergisst man die Füße. Mit dem passenden Gürtel vergisst man die Hüfte. Auch eine sehr konkrete, jeden Tag zu erfahrende. Ja. Mit dem passenden Herzen vergisst das Erkennen richtig und falsch. Wenn man in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, in die man gerät, dann kommt das daher, dass man innerlich nicht mehr wankelmütig ist und sich nicht mehr nach dem Äußeren richtet. Wenn man von vornherein in passender Weise mit den Situationen umzugehen vermag, dann hat man vergessen, das Passende als Passendes zu empfinden. So, jetzt kann jeder mal an sich runtergucken, ob das heute Abend schon eingelöst ist oder wie es dann einzulösen wäre. Und ich schaue mich noch mal um. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Ich fände es sehr schön, wenn Sie noch mal etwas zu dem Begriff des Nichthandelns sagen könnten, der ja doch eher nur ein Widerspruch in sich ist. Ja, gerne. Der Begriff des Nichthandelns ist also sozusagen in der chinesischen Fassung Wu Wei, hauptsächlich bei Laozi, sehr explizit im Tao Te Ching, wird er in vielen Variationen kommentiert und thematisiert. Dem entspricht thematisch im Werk Zhuangzi der Begriff des freien, müßigen Wanderns oder Spielens, der sehr, sehr häufig gebraucht wird, sozusagen das Spielerische, das Unangestrengte, das gelassene Handeln. Und in diesem, wenn man die Geschichte, die Texte, die mit diesem Begriff arbeiten, sich anguckt, ist es eigentlich immer so eine, diese Qualität der, ja, soll man sagen, einer zielfreien und nicht mit den, das ist wieder das soziale Thema, sozusagen Normen und Maßstäben und Vorgaben der äußeren Welt behaftete, gute, energiegeladene Tun. Dafür stehen natürlich immer wieder auch als Beispiele Tiere mit ihrer unendlich kraftvollen Bewegung oder kleine Kinder. Ich habe jetzt einen kleinen jungen Enkel, wenn der mich am Finger hält, dann staune ich nur. Der hat ja keine Muskeln, aber das ist enorm. Also, und das ist eben auch keine bewusste Kraft. Ja. Und das sind so einfach Dinge, die eben dann für den Erwachsenen nur über die Konzentration und die Kultivierung im Laufe der Zeit wieder zu erlangen sind. Ja, bitte. Ja, mich würde mal interessieren, wie der Philosoph so zur Liebe stand oder Freundschaft, also zu dem, was man an Werten aus dem Gemeinsamen und Miteinander und voneinander lernen und erleben für sich erfährt. Weil mein Eindruck war, dass sein Ideal eher eines ist, auf sich zurückzugehen und loszulassen und aus dem Inneren Weisheit und Ruhe oder Stimmigkeit zu erfahren. Aber Leben ist ja auch sehr viel emotionale Verbindung, aus der Dinge entstehen. Ja, danke. Also das ist richtig, das steht bei ihm nicht im Mittelpunkt. Wobei es gibt sehr viele Texte, wo er sich auch mit vor allem seinem Lieblingsfreund und Philosophiegegner Huize austauscht. Es gibt mehrere Texte. Ich kann da auch gerne ein kurzes Zitat bringen, wo er die enorme Bedeutung von ich lese hier gerade einen kurzen Absatz aus einem größeren Text, den ich jetzt nicht kommentieren will, aber wo das Thema Bindung oder Verbindung sehr schön auch in den Mittelpunkt gestellt wird. Wenn das, was die Wesen verbindet, der Nutzen ist, wieder das Thema des Nutzlosen, dann werden sie einander im Stich lassen, Wenn das, was die Menschen verbindet, der Himmel ist, dann werden sie nur noch mehr zusammenhalten, sobald sie durch Armut, Unheil, Unglück und allen möglichen Schaden bedrückt werden.
zusammenhalten und einander im Stich lassen sind wahrhaft weit voneinander entfernt. Also das ist so eine schon auch sehr grundlegende Überlegung dazu, dass eben eine Gesellschaft, wo das Profitstreben im Mittelpunkt steht, genau auf dieser Ebene der zwischenmenschlichen Bindungen sehr viel Unheil erlebt, weil eben der Nutzen über der Bindung steht oder über dem menschlichen Miteinander. Was jetzt die Liebe betrifft, könnte ich auch einen Text vorlesen. Allerdings, der ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich jetzt sehr auf die Liebe direkt bezogen. Da kann ich, würde ich einfach mal sagen, das war nicht wirklich im Mittelpunkt seines Denkens, weil er auch immer wieder da, das warnt er auch manchmal davor, die Gefahr der sozusagen übertriebenen Anhänglichkeit gesehen hat, dass man sozusagen sich dann sehr stark festbeißt an bestimmten Bildern und Vorstellungen. Also das geht ein bisschen manchmal so in so eine buddhistische Richtung, aber ist sehr unkonkret. Also da kann ich dann weiter nichts dazu sagen. Also es wär kein Beziehungsphilosoph. Nein, auf keinen Fall. Obwohl Martin Buber, das möchte ich mal sagen, Martin Buber hat nach der Lektüre und seiner Übersetzung des Zhuangzi Ich und Du geschrieben. Vielleicht musst du dich davon erholen oder so. aber nochmal, weil Sie auch nach dem Nichthandeln gefragt hatten und so. Also ich habe jetzt so irgendwie diesen doch wahrscheinlich verkehrten Impetus einer Operationalisierung. Also was könnte denn eine Gesellschaft, eine politische Ordnung oder so an Einsichten oder an Intuitionen gewinnen? Sie haben ja doch auch versucht, sagen wir mal, Perversionen menschlichen Handelns, menschlichen Denkens, gesellschaftlicher Entwicklung aufzuzeigen. Gäbe es umgekehrt so eine Art Schlüssel, den man bei Zhuangzi finden könnte, um das besser zu machen? Oder würde er sagen, nee, also das ist mir auch schon wieder zu technisch gedacht oder zu zweckorientiert gedacht? Nein, das ist, was ich eben auch meinte, weil ich glaube, dass man diesen Text vom Maschinenherz schnell missdeuten kann. Es gibt zum Beispiel, jetzt in Köln kann ich es konkret nicht sagen, aber überall, wo ich gerade unterwegs bin, eine sehr, sehr tolle Entwicklung des Urban Gardening. Da wäre auf jeden Fall ein großer Freund davon, weil es eben auch wieder Artenvielfalt ein Stück weit in die Städte bringt. Ich habe heute, ich meine sogar, einen neuen Spiegel, aber ich weiß nicht genau. Also es gibt auf jeden Fall eine ganz neue Edition, wo wirklich dann auch wohl ernsthaft nach diesen ganzen Corona-Maßnahmen überdacht wird, wie eine Stadt aussehen könnte, die völlig frei von Autos ist. In diese Richtung wird ja gedacht. Und da gibt es eigentlich viele Ansätze und auch nicht erst seit gestern. Alles, was zum Beispiel in den Bereich der Bionik gehört, also der Technologie, die sich wirklich bei der Natur Vorbilder sucht. Da gibt es ja viel. Es ist immer oft nur die Frage, welche Mächte, wirtschaftliche, politische, also sozusagen führen dazu, dass sie auch umgesetzt werden. Hm. Da wäre auf jeden Fall ein sehr deutlicher Fürsprecher. Schauen wir mal weiter in die Runde. Ja, bitte. Ja, ich hätte eine Frage, die eher auf Ihre Person zielt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, ja. Sie müssen ein bisschen lauter. Genau, ja. Danke. Ich hätte eine Frage, die auf Ihre Person zielt. Und zwar, wie kamen Sie denn auf diesen Dichter und Philosoph? Weil ich würde mir denken, es gibt jetzt an der Uni wahrscheinlich keine Einführung dazu. Das ist wahrscheinlich nicht der Weg, den Sie gegangen sind. Was war der erste Kontakt? Ja, der Erstkontakt war eben ein sehr altes, zerfleddertes Buch, das ich in Peking irgendwo in einem Antiquariat in der hintersten Ecke gefunden habe. Wo ich dachte, da gucke ich jetzt mal rein. Und habe dann einfach recherchiert und geguckt. Und es gab auch, wie ich dann schnell festgestellt habe, schon gibt es seit gut 60, 70 Jahren sehr gute englische und französische Übersetzungen. Die habe ich mir dann auch angeguckt. Und dann war die, erstmal die große Freude zu sehen, was da einfach alles drinsteckt, also was da alles zu entdecken ist. Und da würde ich von mir behaupten, habe ich gerade mal so die Spitze des Eisbergs jetzt gerade berührt. Und das wiederum auch nochmal mitteilbar zu machen für einen größeren Leserkreis, der, wie Sie richtig sagen, da gibt es keine Einführungen, da gibt es in der Regel überhaupt kaum
einen Rahmen, einen Raum bisher, gerade im deutschen Sprachraum, leider sehr wenig. Und dann auch so eine gewisse, sage ich mal, Leidenschaft, auch philosophische Leidenschaft zu zeigen, dass es wird sehr oft in diesen wenigen und teilweise sehr, sehr wenig wirklich reflektierten Darstellungen chinesischer Philosophie, in unseren Philosophiegeschichten, wird eigentlich der chinesischen Philosophie ihre Komplexität und ihre Strenge auch im Denken und im Ausdruck abgesprochen. Es wird dann eben auch hier ein Begriff von Metapher gebraucht, der wiederum völlig unwissenschaftlich ist. Das ist sozusagen Metapher, hat zwar Aristoteles so gesagt, aber das ist definitiv eben nicht der Fall, nur etwas Schwammiges sei, das stimmt nicht. Metaphern sind auf ihre Weise sehr exakt, aber eben auf eine andere Weise. Und mit dieser Exaktheit hat sich, oder aufgrund dieser Exaktheit, hat sich in China eine genauso komplexe philosophische Tradition entwickelt wie hier, die aber kaum jemand kennt, weil man es immer gleich in die Esoterik-Ecke schiebt und dann meint, sich der Thematik entledigt zu haben. Bis hin wahrscheinlich so in die universitäre Philosophie. Wie bitte? Bis hinein in die universitäre Philosophie. Sie haben ja erzählt oder berichtet, dass Sie da in Freiburg chinesische Philosophie lehren, ja. Was offenbar ja ganz ungewöhnlich ist. Wo kein Kollege überhaupt Notiz davon nimmt, ja. Ja. Und wo findet das ansonsten statt? Gibt es zum Beispiel in der Sinologie oder in den Chinesen, in den philologischen Seminaren, gibt es da Zhuangzi-Beschäftigung damit? Gibt es, und das aber in der Regel dann sehr, sehr philologielastig. Ich habe mir, als ich die Übersetzung 2003 das erste Mal vor Sinologen vorgestellt habe, habe ich mir sagen lassen müssen, dass es ein Unding wäre, jetzt das schon überhaupt zu übersetzen, denn es wäre ja noch gar nicht geklärt, welche Textschichten aus welchem Jahr kämen. Und man müsste mindestens noch 30 Jahre Textforschung machen. Ja. Ja gut, also die Auseinandersetzung um Textschichten und so, also das kenne ich wiederum aus diesem anderen Büchlein da namens Bibel, zur Genüge. Also offenbar gibt es da auch gleichlautende, sagen wir mal, Auseinandersetzungsformen. Genau. Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Mich hat nochmal sehr interessiert, diese Aufmerksamkeit auf die Wirbelsäule und Körper und Geist und das ineinander. Und ich frage jetzt aus der Perspektive bestimmter Zeiten des europäischen Mittelalters, von dem man das so sagen könnte. Und jetzt die Frage, ist denn dann vielleicht auch das Lesen selbst und das Denken selbst als ein leiblicher, körperlicher Prozess verstanden? Oder ist das dann schon was getrennt ist? Ich weiß nicht, ob es überall angekommen ist, ob das Lesen... Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, also die Frage war, ob das Lesen selbst als körperlicher Übungsprozess verstanden werden kann. Ich fühle mich da ein bisschen überfragt. Ich vermute eher nicht das Lesen, aber was im alten China wie auch bei uns im Mittelalter eigentlich die wichtigste sozusagen Form des vertieften Lesens war, nämlich das Auswendiglernen. Man hat im Mittelalter, ich glaube, du kannst das bestätigen, sehr viel auswendig gewusst, im Psalter oder wahrscheinlich die Evangelien alle auswendig gelernt gehabt. Und Ähnliches war auch im alten China einfach Standard. Sehr viele Texte haben die Leute memoriert und dann auch zum Beispiel im Gehen vor sich her sozusagen gesprochen. Und das ist natürlich dann auch ein sehr körperlicher Vorgang, wo sozusagen der sozusagen im Körper sozusagen ganz zum eigenen wird. Hm. Noch Fragen? Ich schaue mal auf die Uhr. Naja, aber wir kommen auch tatsächlich schon so in die Schlusskurve. Ich kann vielleicht auch das Nachwort nachlesen, wenn das... Genau. Ja. Sonst keine Fragen gibt. Ich lese einfach so zum Abschluss noch das Nachwort hier aus dem Buch, in dem ich selber versuche, so einige Metaphern und Themen sozusagen zu verweben und so sozusagen so in einem
sozusagen, ja, runden Bogen vorzustellen. Da gibt es zwei Epigraphen, also Zitate von Zhuangzi, die ich voranstelle, die ich sehr, sehr liebe. Erste: Ich versuche dir etwas mit unsinnigen Worten zu sagen. Bitte versuche du, sie auch als solche zu hören. Und das Zweite: Wo finde ich jemanden, der die Worte vergessen hat, auf das ich mit ihm reden kann? Sobald wir versuchen, Momente des Glücks, der Leichtigkeit, der unbeschwerten Lebensfreude zu beschreiben, erleben wir mit Wehmut, dass keines unserer Worte solche Momente ganz wiederzugeben vermag. Wir ahnen den Widerspruch zwischen dem erinnerungsfreien, selbstvergessenen Glück und dem Versuch, dieses in Worten festzuhalten. Dieser Widerspruch von Vergessen und Erinnern durchzieht das ganze wahre Buch vom südlichen Blütenland. Im Gleichnis vom Schmetterlingstraum wird er jedoch so anschaulich, dass es nicht Wunder nimmt, dass er in Ostasien seit über 2000 Jahren das Symbol für Zhuangzi schlechthin ist. Zhuangzi erinnert sich in diesem Gleichnis, ein selbstvergessener Schmetterling gewesen zu sein. Weil er über diese Erinnerung zu reflektieren beginnt, wird die Selbstvergessenheit durchbrochen und es wird die Frage nach der Unterscheidung von Traum und Wirklichkeit, nach der Identität von Schmetterling und Zhuangzi gestellt. Hieraus ergeben sich weitere Fragen. Welchen Wirklichkeitsbezug hat sein Text? Auf welche Wirklichkeit verweist er, wenn er sagt, Zitat, aber nun, da du von mir davon erzählst, weiß ich nicht, ob du wach bist oder träumst. Oder anderes Zitat. Konfuzius und du, ihr seid beide Träume. Und dass ich dich einen Traum nenne, ist auch ein Traum. Mit Traum ist hier jedoch nicht Tagtraum oder Wunschtraum gemeint. Die Leichtigkeit des Schmetterlings ist nach der Verwandlung eingetreten. Tagträumerisches Ausweichen wehrt sich jedoch gegen eine Wandlung. Es führt zu mangelnder Präsenz, zur Suche nach Ablenkung von einer scheinbar unerträglichen Wirklichkeit. In diesem Zusammenhang ist Zhuangzis Rat hilfreich, Zitat, sich dem Unausweichlichen anzuvertrauen und so die Mitte zu nähren. In der Übung des Taijiquan oder Qigong lernt man, sich mit allem Schweren und Dunklen in der Erde zu verwurzeln und sich ihr anzuvertrauen. Man erlernt einen festen Stand, der alles andere ist als ein Schweben über dem Boden. Wer die Erfahrung eines solchen Standes gemacht hat, kann mit Überraschung feststellen, dass aus diesem eine große Leichtigkeit erwächst. Dies ist es wohl, was Laozi in Kapitel 26 meint, wenn er schreibt, das Schwere ist die Wurzel des Leichten. Wenn der Schmetterling einfach nur weiter geträumt und Zhuangzi beim Erwachen nicht den Impuls gehabt hätte, diesen Traum mitzuteilen, dann müssten wir uns nicht über seine unsinnigen Worte den Kopf zerbrechen, hätten allerdings auch nicht die Möglichkeit, mit dem seltsamen Träumer ins Gespräch zu kommen. Und das Gespräch, nochmal vielleicht zu dem Thema Freundschaft oder Beziehung, hier auch ganz wichtig, das Gespräch ist für Zhuangzi tiefster Ausdruck des Lebens. Er hört es überall in der Natur, wenn er die Freude der Fische erlebt, wenn eine Eiche mit einem Zimmermann redet, wenn ein Fischer selbstvergessen mit den Löwen spielt oder wenn sich ein Silberreiher mit ihren Weibchen paaren. Alle Wesen fühlen und teilen sich mit. Sie tragen das Leben in eine Zukunft, von der sie erfüllt sind. In dieser Symphonie der Resonanzen spielen die Menschen nur eine Stimme und es könnte sie so glücklich machen, wenn sie diese auch für die Stimmen der Pflanzen und Tiere, der Berge und Flüsse einstimmten. Zhuangzi scheint diese Symphonie mit allen seinen Sinnen gehört zu haben. Es scheint, dass jedes seiner Worte von ihrem Klang erfüllt war. In diesem Sinne könnte man sein Werk als Resonanzkörper verstehen, der von kosmischer Musik, vom Flötenspiel des Himmels, eine Zhuangzi-Metapher, erfüllt ist. Jeder Leser kann seine eigene Art von Resonanz finden und bei jedem Leser eine Antwort spüren, die ihm gilt. Zhuangzi verschließt sich niemandem, er schreibt niemandem etwas vor
Und sein Sinn entsteht erst, wenn man sich von seinen unsinnigen Worten im Herzen verwirren und berühren lässt. Wenn Zhuangzi sich daran erinnert, ein selbstvergessener Schmetterling gewesen zu sein, dann wird seine Sprache zum Mittler zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Leben und Tod, zwischen Vergessen und Erinnern. Gewöhnlich versucht man sich jedoch gegenüber dem Unbekannten abzusichern. Man versucht, gegen das Vergessen und den Tod die Wirklichkeit zu bestimmen. Doch eine solche Bestimmung führt zu einer Sicht des Lebens, in der der Mensch sich von seiner Heimat entfernt, so dass er, Zitat, in einer Schlucht lebt, in der die Pfade der Iltisse durch Schlingpflanzen unbegehbar geworden sind. Zitat Ende. Wer jedoch trotz oder eigentlich wegen seiner Vergänglichkeit und Unbestimmbarkeit in das Leben zu vertrauen lernt, der wird frei, in den Strom des größeren Lebens einzutreten, wie in ein Gespräch mit einem vertrauten Menschen, der die Sprache seiner Heimat spricht. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, Herr Jäger, dass Sie uns ein Stück mitgenommen haben, uns diesen Autor, dieses Werk, Zhuangzi, den Autor und das Werk vertraut zu machen, ein wenig vertraut zu machen, uns etwas davon zu erschließen. Danke für Ihr Interesse. Es gibt jetzt gleich die zwei festgelegte Wege nach draußen, das sage ich nur schon mal vorneweg, hier vorne und hier. Und dann, wenn Sie noch an den Büchertisch möchten, dann müssten Sie dem Weg nach draußen folgen, einmal das Haus verlassen und hintenrum wieder reingehen. Alles natürlich Corona-bedingt und so, ist ja klar. Vielleicht noch eine ganz kleine Bemerkung zum Schluss, die ich dem Buch entnommen habe, dass man nämlich, wenn man Zhuangzi liest, eine Ahnung davon bekommt, dass man alle Sicherheiten verlieren könnte und gar nichts mehr so sein könnte, wie man sich's gedacht hat, nicht mehr so festgefügt und dass man am Ende, das ist ein Zhuangzi-Zitat, gar nicht mehr weiß, wie man gehen soll mit den passenden Schuhen. Und dann sagen sie, vielleicht ist es doch das Beste, Zhuangzi schnell zur Seite zu legen, um nicht plötzlich auf allen Vieren nach Hause kriechen zu müssen. Ich hoffe, das bleibt Ihnen so oder so erspart. Danke, dass Sie hier waren. Gibt ja noch die Kölner U-Bahn. Ja.